Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute zeige ich euch mal das Tier 5 Schlachtschiff Texas von Raz gespielt. Und er ist damit Top-Tier. Also 5er Schlachtschiff hier im 5er, 4er, 3er Gefecht. Das kann doch schon durchaus Spaß machen. Und jetzt schauen wir mal, was er hier bei dieser unglaublichen Gischt, schlechte Sicht hinbekommt. Aber es reißt ein bisschen auf, also von dem her wird es jetzt schon direkt besser und er kann in gewohnter Manier zocken. So, die gegnerischen Streitkräfte, die sind alle da hinten noch zu weit weg, da kommt er nicht drauf. Aber hier auf die Svetlana, auf die kommt er definitiv drauf. Und die Svetlana dreht perfekt ein. Also jetzt, glaube ich, könnten wir gleich hier den ersten Hit sehen. Und auch gleich die erste Zerstörung. Kugeln kommen gut. Ja, das ging einfach. Lange gewartet. Ding dreht rum. Zitadelle. Und weg war's. So schnell geht's. So, und jetzt hier Kolbergs unterwegs. Er geht hier auf die vordere, oder? Nee, auf die hintere, weil die ist dann doch nochmal von ihm ein bisschen besser zu erreichen. Distanz ist auch sehr angenehm. Schüsse kommen. Und auch hier die Zitadelle. Und satte 13.000 Schaden. Guckt mal oben, wie viel er bisher überhaupt getroffen hat. Und schon 20.000 Schaden. Also, es gibt ja Runden, die beginnen gut. Und die gehört da ganz klar dazu. Jetzt kommen aber Flugzeuge. Da muss er jetzt aufpassen. Kann natürlich ehrlicherweise nicht viel dagegen machen, muss sich auf seine Anti-Air verlassen, aber die ersten Flugzeuge fallen schon. Zwei hat er schon runtergeholt. Drei. Da wird er zwar getroffen, drei Brände. Die sollte er wirklich schnell löschen, beziehungsweise vielleicht noch natürlich die Torpedos hier abwarten. Das gibt's nicht, dass er die gedodged hat. Ja, unglaublich. Also das war ja, dass er da ansatzweise keinen einzigen Torpedo mitbekommt, das ist sehr und sehr erstaunlich. Könnte sich auch theoretisch fast wieder voll reparieren. Oder voll heilen in dem Fall. Problem gelöst. Macht er jetzt auch, nachdem er noch festgestellt hat, dass sein Kamerad einen Doppelschlag hinbekommen hat. So, da muss er jetzt ein bisschen aufpassen, weil er da direkt die Insel vor sich. Genau deswegen kann er da jetzt gerade noch nicht schießen. Wird hier auch deutlich langsamer, also will jetzt wohl auch den Punkt da einnehmen. Schießt auch jetzt erstmal nicht, nicht, dass er wieder aufgeht. Das ist jetzt clever, da erstmal den Punkt auch einzunehmen. Und das als Schlachtschiffkapitän, das ist eigentlich nicht seine Aufgabe, aber macht er gut. So, jetzt ist der Punkt seiner und jetzt kann er wieder weitermachen für die Zitadellenjagd. Die Kongo kommt da leider zu gerade auf ihn. Bisschen schräger wäre schöner, weil die Kongo ist eigentlich ein schönes Ziel. Aber jetzt dreht die Kongo direkt rein. Flugzeuge wieder in der Luft hier mit Torpedos und auch noch Bomber. Aber die Kongo wiederum kommt dafür jetzt schön. Jetzt sind die Schüsse unterwegs. Die Flugzeuge sind deutlich minimiert oder dezimiert worden. Und die nächsten Flugzeuge, also hier die Anti-Air, die macht hier eine gute Arbeit. 10 Flugzeuge, die gesamte Staffel jetzt runtergeholt. Sehr fein. Dass er die Kongo hier nicht richtig gut getroffen hat, das ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Wichtiger waren jetzt die Flugzeuge und ich glaube, der Kapitän im Flugzeugträger wird sich jetzt gleich dreimal überlegen, ob er da nochmal so drauf fliegen lässt. So, jetzt hat er hier die Möglichkeit wieder auf die Kongo zu schießen. Schüsse sind auch in der Luft.
Was passiert diesmal? Ja. Vernünftiger Treffer. Ich habe übrigens, weil ihr das auch gewünscht habt, hier diese erweiterten Markierungen angeschalten. Ich hoffe, das passt so für euch. Ist ja auch sehr schön dann immer zu sehen, was wie wo passiert ist. Also nur als kleine Randnotiz. Geht in den Einstellungen. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Gerade passiert ja nicht so viel. Und zwar ist es hier ausführliche Bände- und Schadensanzeige. Also für alle Leute, die es interessiert. Und diesen alternativen Gefechtsinterface-Modus, das ist das, was wir hier auch immer sehen mit Namen und sonstigen, kann ich nach wie vor nur empfehlen. Aber das war nur mal ein kleiner Seitenfakt, weil manche das einfach immer noch nicht so ganz kennen bzw. auf dem Schirm haben. So, die Arkansas. Die ist für ihn sehr schön seitlich. Ist auch kein allzu schnelles Schiff, das heißt, da kommt man gut drauf, hat jetzt hier in Reihe schießen lassen und nicht komplett gesammelt. Und ja, da trefft er die Zitadelle. Schöner Schaden. Das hat der Arkansas einiges gekostet. Da hinten geht jetzt die Langley auf. Das war zu erwarten, weil wir hier die Flugzeuge die ganze Zeit schon gesehen haben. Deswegen, er dreht jetzt natürlich bei, um seine Kanonen alle, die backbordseitig gedreht sind, ready zu haben. Die ersten zwei vorne konnten schon schießen, jetzt braucht er die anderen drei hinten noch. Die ersten gingen ins Wasser, aber jetzt die nächsten, die sollten alle funktionieren. Jetzt auf die Wasserlinie. Sechs Granaten unterwegs und die kommen gut. Keine Zitadelle zur Abwechslung mal. Das ist aber mal kurios. Da hätte ich ja schon, ich habe ja schon gefühlt, wie die nächsten Zitadellen fliegen sehen. Aber das war's noch nicht. Vorne die zwei können jetzt wieder schießen, die zwei Türme. Ja, jetzt ist aber die Zitadelle fällig. Und hier die St. Louis macht's dann klar. Jetzt kommt da gerade auf nichts drauf. Vielleicht auf die Kongo, aber die ist auch hinterhalb. Deswegen ein bisschen mal beschleunigen das Ganze, bis wir wieder die Action sehen, die wir wollen. Auf die Arkansas kommt da immer noch nicht drauf. Man sieht es unten ganz gut in dem Bereich. Jetzt dreht sie rein. Und jetzt kann auch wieder drauf schießen. So. Ja, ein Zieltreffer, aber der hat jetzt nicht wirklich gezündet. Interessanter wird jetzt die Kongo, die gleich da ums Eck kommen wird, weil er auch die Kanonen richtig positionieren kann. Also man sieht unten, die sind schon in die richtige Richtung tendenziell gedreht. Das heißt, wenn da jetzt die Kongo gleich rüberspitzelt, dann könnte es gleich einen schönen, saftigen Hit geben. Kongo zieht aber auch in seine Richtung. Und auch wenn es keine Zitadelle war, aber ein schöner Treffer war es in Summe trotzdem. Sein Turm ist zwar beschädigt, aber das ist nicht weiter dramatisch. Kongo hat jetzt lediglich noch 10.000, also das ist definitiv machbar. Im One-on-One ist auch die Texas der Kongo deutlich überlegen. Und jetzt die nächsten Schüsse. Aber die gingen recht frontal aufs Schiff. Jetzt dreht er wieder rein, dass er schön anwinkelt. Die Sekundären, die hier schießen. Und jetzt, wie gesagt, will er erstmal abwarten, bis er geschossen hat, dass er eben hier keine Zitadelle sich einfängt. Dreht jetzt rein. Aber auch alles noch nicht wirklich zwingend, was er hier macht. Da ist jetzt einfach der Winkel
nicht wirklich optimal. So, Kongo dreht jetzt Steuerbord, Backbord. Das heißt, er kann jetzt vielleicht ihn gleich hier schön die Seite geben. Das wäre jetzt eine gute Schussposition. 4000 Schaden. Und nochmal. Und jetzt ist er zerstört. Da hat man einfach mal wieder gesehen, das Thema Positionierung. Wie lange man nichts machen kann, wenn der eine, der so fährt, wie man es einfach gefühlt gar nicht haben oder brauchen kann. War in dem Fall einfach so. Aber am Schluss hat er es dann doch bekommen. Man muss aber langsam auch so das Thema Tickets im Auge behalten. Man sieht oben ganz gut, dass er mit den Tickets deutlich hinterherhinkt. 410 zu 858. Zwei Cap-Punkte, die der Gegner noch inne hat. Und auch ein Schiff, zwei Schiffe mehr. Vielleicht kriegt er ja jetzt mal noch mal so einen schönen Hit auf die Arkansas raus. Aber die dreht in seine Richtung. Der hätte jetzt wahrscheinlich lieber die Murmansk gehabt, aber die kommt jetzt erst ums Eck. Aber trotzdem, der war ein schöner Treffer für die Position. Alles gut. So, Murmansk kommt jetzt langsam rum. Königsberg, das heißt, alle Gegner können jetzt wirklich auf ihn schießen. Und von vorne kommt jetzt sogar noch die Kolberg. Die sollte als erstes wegmachen. Allein nur für die Tickets ist das schon wichtig, dass die hier sich aus dem Spiel verabschiedet. Jetzt brennt er wieder. Schießt erstmal eine Salve, dass er vielleicht nicht alles braucht, aber da merkt er, okay, klappt nicht so ganz, also von dem her jetzt doch alles. Und damit zerstört er die. Jetzt die Königsberg direkt hinten dran. Hat jetzt aber den ganzen Reload von allen. Und da vorne kommt jetzt auch noch die Längle. Also jetzt kommt alles ihm entgegen, was so geht. Jetzt muss er wirklich zeigen, was das Schiff an Panzerung so hat. So, Königsberg oder Längle. Das ist jetzt die Entscheidung, die er treffen muss. Er entscheidet sich für die Längle. Aber da haben die Schüsse erstmal nicht so mitgemacht, wie er es gebraucht hat. Oder doch, dann plötzlich kommen die zwei Zitadellen hinterhalb nach. Schöner Hit. So, jetzt hofft er, dass die New York hier noch sich um die Längle kümmert. Natürlich darf er sich jetzt sein Team auch nicht mehr verabschieden, weil sonst ist das Thema Tickets auch dann auch schon durch. So, jetzt ist die Längle schön für ihn zu erreichen. Da hat er noch oft mehr Zitadellen gehofft, dementsprechend jetzt auch wieder erstmal die Salve, die er nachreicht. Langt leider noch nicht. Aber jetzt funktioniert's. Die Königsberg hier mit den Torpedos aggressiv auf die Kongo drauf. So, die Längle, die wird jetzt geholt. Um die braucht er sich wohl nicht mehr kümmern. Deswegen kann er sich jetzt auf die Königsberg konzentrieren. Königsberg schickt wieder Torpedos ins Wasser. Und diesmal dürfte die New York, nicht die Kongo übrigens, die New York wegmachen. Und ja, das ist passiert. Er kann aber seines Zeichens die Königsberg. Und jetzt ist es auf einmal plötzlich ein Two-on-One. In dem Fall lediglich noch die Arkansas, die da ist. Er ist aktuell bei 141.000 Schaden. Wahnsinnig. Also hinterhalb wird es plötzlich nochmal ganz schön spannend. Aber gewonnen ist es definitiv noch nicht. Also so ein Schlachtschiff, wenn es einmal die Schelle rauspackt, dann kann es schon ganz böse enden. Ah, schöner 7000er. So sollte es sein. Er muss jetzt aber seine gefährliche Breitseite offenbaren. Weil er hier reindreht. Jetzt muss er nur schnell genug drehen, um hier nicht sich die Blöße zu geben. Und jetzt ist es ein ehrliches One-on-One. Arkansas gegen Texas. Alle Schüsse auf einmal Richtung Arkansas gezielt.
Oh, sehr schön. Nochmal 6700. Damit hat er ihn jetzt in einer guten Distanz mit 6000 Schaden. Das GG kommt schon, aber wie gesagt, man sollte bei sowas immer ein bisschen vorsichtig sein. Es kann immer noch einiges passieren. Reparieren kann die Arkansas aktuell oder heilen sich nicht, so wie es aussieht. Er selber hat auch kein Skill mehr ready. Das könnte jetzt schon die letzte Salve sein. Nee, die war es noch nicht. Aber dann wahrscheinlich die nächste macht's dann klar. Er bekommt hier auch nochmal Schaden, aber der ist jetzt nicht so dramatisch. Und jetzt genießen wir die letzte Salve und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ein Kommentar ist immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.